Wir können in Saint-Denis nicht schlafen, oder? Wir können uns nur besaufen. Oder sehe ich das falsch? Warte mal, hier ist auch bloß Saloon. Wie sieht denn das bei Dings aus? Wo ist Valentine? Ja. Ne, bei Valentine gibt es das Bettsymbol. Es ist ein Hotel. In Saint-Denis können wir nicht pennen. Nee. Ha. Wie mache ich denn das dann? Ich muss ja die Zeit vorspulen. Ich kann nur am Lager die Zeit vorspulen, oder? Sonst. Oder kann ich noch irgendwo die Zeit vorspulen? So, hier kannst du Bier und Whisky trinken. Ja, toll. Gibt's hier was? Meist findest du eine Pokerrunde, der dich anschließen kannst. Warte mal. Warme Mahlzeiten, Zimmer und Bäder. In den Saloon müssen wir. Aber der ist zu. Warum ist der zu? Mach mal auf. Interested in one of my charms? Nö, eigentlich nicht. Aber danke. Oh, it's you. Are you all right, mon ami? You know we have a good doctor in town. Yes, I already saw him. Ah, okay. Très bien. In that case, how may I help you? Ah ja, wenn du Tuberkulose heilen könntest, das wäre schon echt fantastisch. Naja. Leider wird das wohl nichts werden. Okay, dann hauen wir mal wieder ab hier. Hey, folks. Und dann gucken wir, dass wir in den Saloon kommen. How's it going with you? Things are good, thank you. Excuse me, pardon. Hello. Hello. Hey there. Welcome back. Hello. Looks like hard work. Aiya, you doing things, anama. Excuse me, madam. Behind you. Behind you. You sure brighten up the place. Junge, Junge, Arthur. How's it going? I just don't know. Was für ein Schmeichler. Sie erleuchten den Pfad. Mein Gott. Man kann auch übertreiben. Excuse me. Hello. Hello, ma'am. Hi there. I have to say. Kann man das eigentlich irgendwo noch sehen, wie viel Prozente man da hat? Arthur, zeig mal bitte ganz kurz her. Ehre, ja. Sieht man das irgendwie? Ah, warte. Sieht man leider nicht. Ach, guck mal, wie viel wir noch unentdeckt haben, ne? Das ist so krass. Ja, Ehre, gut. Toll. Preise in Geschäften minus 50%. Siehst du? Das ist sogar noch gut. Gute Taten erhöhen deine Ehre. Ach ja, durch den Zugewinn oder Verlust an Ehre deine Spielerfahrung verändern. Finde ich cool, dass man da weniger bezahlen muss in Geschäften, wenn man eine gute Ehre hat. Ich bin untergewichtig. Toll. Das ist ja prima. Da könnte mir Arthur im echten Leben ruhig mal was abgeben von. Also nur ein bisschen. Ich gebe ihm eher was ab. Ha. Ja, schade, sieht man leider nicht, wie viel Prozent das sind. Ich würde gerne mal ganz kurz was gucken. Auch wenn das gerade ein bisschen rausreißt. Es tut mir leid. Schieß alle, verdiene, spiele alle Minispiele, gib in 5 Geschäften 5000 aus. Ja, hier sieht man es nicht. Okay, mach ich wann anders. Ich glaube nämlich, es gibt eine Trophäe. Oh, hello there. Hi. Es gibt eine Trophäe, wo man halt voller Ehre braucht. Auf gut und jeweils auf schlecht. Hey, Mister. Und die würde ich gerne erreichen. Ah ja, den kriege ich eh nicht. Den kriege ich jetzt eh nicht. Hat er ihn? Man sieht es leider nicht mehr. Oh.
Gewitter! Hello, ma'am. Gewitter! Hey, folks! Hey, folks! Das geht gar nicht höher, ne? Wir haben hier super krass volle Ehre. Oder sehe ich das falsch? Weil ich sehe das nicht mehr bewegen, sich nicht mehr bewegen, so rum. Sich nicht mehr bewegen, sich. Ich bin dumm. Ja, das weiß ich nicht. Junge, was ist mit dir los? Bleib mal locker. Hi, mein Freund. Kann ich bei dir Unterkunft? Unterkunft. Ich hätte gern ein Zimmer. Fantastisch. Ja. Perfekt. Kann die nicht mal die Fresse halten? Meine Fresse, die ist ja nervig. Warum wird das aber nicht auf der Map angezeigt wie in Valentine? Haben sie das Icon vergessen? Das Symbol einfach nur, oder? So ein Glück. Hey, Mister. Na, zeig dich mal. Ach nee, du siehst nicht so. Nee, ach nee, komm. Lass mal. Die hat gefragt, ob ich Spaß haben will. Aber, die sah jetzt nicht so prickelnd aus. Wenn wir uns das schon leisten, dann wollen wir auch was Vernünftiges. So. Hier so? Ja. Okidoki. Sehr, sehr gut. Umziehen, Waffenkoffer. Warte mal, ich gehe mal auf Umziehen, dann dürfte das ja funktionieren, ne? Kopfbedeckungen. Der Pirscher Hut. Und den kann ich jetzt... Wie kann ich den auf dem Pferd... aufs Pferd setzen? Kann ich den runternehmen? Bleibt immer auf dem Pferd. Okay, warte mal. Der Derbyhut, den können wir auf dem Pferd... Wie kann ich denn das von dem Dings runternehmen? Vom Pferd runternehmen? Vom Pferd entfernen. Hier. Okay. Hirscherhut. Wählen. Auf Pferd lagern. Perfekt. Okay. Wir haben unseren Hut wieder. Alles ist super. Und ja, mein Outfit gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich mag das. Schade, dass es nicht noch ein bisschen mehr Auswahl gibt. Es gibt schöne Sachen, aber nicht welche, die mir so super dolle gefallen, muss ich sagen. Oder nicht viele, die mir super dolle gefallen. Oh ja, rasieren könnten wir uns eigentlich auch. Schublade durchsuchen. Ich dachte, ich kann nicht mich rasieren. Affa, da liegen Rasiermesser. Können wir uns rasieren? Das geht hier gar nicht, ja? Okay, ich kann mich hier nicht rasieren. Schade. Schlafen und dann setzen. Schublade durchsuchen? Nein, ich will schlafen. Setzen? Kann ich hier überhaupt schlafen? Hier. Okay, man muss hier hingehen. Und richtig gucken. Wir schlafen. Bis nachts. Zeig nochmal den Ehrebalken. Der Hut muss bis ganz nach rechts. Da. Da ist er. Aber der bewegt sich halt nicht, egal wie viel ich hier grüße. Oder es ist bloß so minimal, dass es kaum angezeigt wird. Okay, wir pennen mal bis nachts und dann gehen wir mal schauen, ob wir Mr. Vampir treffen. Ich bin gespannt. Und jetzt hängt das Internet wieder. Es tut mir leid. Zum Glück sind wir gerade im Ladebildschirm. Okay, also ich möchte echt wissen, was das ist. Ich warte ganz kurz, bis das Internet wieder richtig ist. Jetzt. Okay. Gut, wir haben geschlafen. Alles ist easy. Und da ist das Bad drin.
Wir beeilen uns mal ein bisschen, weil... Ja, es ist jetzt schon halb. Komm, 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 Alpha. Wir müssen uns beeilen. Tag schön. Das ist aber schön. Hoppala. Hallo, handsome man. Ja, ja, ja. Thanks for your assistance. Oh, sorry, Freunde. Ja, ja, sorry. Ich hab's eilig. Ich muss einen Vampir fangen. Komm, Arthur, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Nee, der Balken bewegt sich kein Stück mehr. Egal, was ich hier dazu krieg. Wow, Vorsicht! Ja, ja, du stehst doch im Weg. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wir ballern einfach sofort auf den los. Würde ich sagen. Wenn der da ist. Gleich beide Colts gezogen und let's go. Er ist da. Okay, und wir knallen den gleich ab. Wir hatten schon eine Begegnung mit dem. Muss nicht noch eine sein. Was haben wir jetzt gekriegt? Sehniges Fleisch. Okay. Ledermausflügel. Nett. Verzierter Dolch. Kompendium aktualisiert. Verzierter Dolch. Tja, Kollege. Tut mir ja leid um dich. Das war's mit Mr. Vampir. Der hat sogar richtige Klauen und alles. Krass. Ja, man sieht den schlecht. Da schläft er. Da schläft er. Kann man... Hut verbergen erweitert. Warte mal. Kann ich die Schärfe einstellen? Ah, warte, da war's. Es war gerade ganz kurz scharf. Da, da war's. Ja. Da ist er. Ja, ein bisschen Blut bespritzt jetzt natürlich, aber der sah vielleicht vorher schon so aus. Ich hätte vielleicht vorher mal ein Foto machen sollen, ne? Aber schon cool. Wie ging das Hut aus? Ich sollte öfters mal Fotos machen. Lass mal ihm schlafen, den Guten. Oder kriegen wir vielleicht noch ein besseres hin? Ich würde den, hätte ihn gern als Foto so ein bisschen. Ich hätte das vorher machen sollen. Voll doof eigentlich. Leg mal ab, Arthur. Oder warte mal. Das muss ich nochmal kurz ausprobieren. Sorry, aber... Komme ich da näher ran? Ah, ja, ja. Schwierig. Ich komme nicht weiter rüber. Warum komme ich nicht weiter rüber? Weil ich nur um Arthur rum kann, oder was? Muss ich näher ran mit Arthur? Hier komme ich leider nicht runter. Irgendwas blockiert halt. Ja, muss reichen. Nicht so schlimm.
So, gucken wir uns mal das Messer an. Am besten im Kompendium, ne? Zeig mal her. Was steht zu dem Dolch genaueres? Ja, mache ich. Bin ich sofort dabei. Was ist denn das dann? Ausrüstung? Ne, Waffen, ne? Waffen sind das. Wir haben Revolver. Oh, Messer. Hier, da ist er. Verzierter Dolch. Okay, die sehr seltene dekorative Dolch hat eine Silberklinge mit eingeprägten Mustern und eine kleine Goldstatue im Griff. Diese Waffe gehörte früher einem merkwürdigen bleichschwarz gekleideten Mann, der in den Seitengassen von Saint-Denis herumschlich. Okay. Wir haben den Dolch des Vampirs und wurden nicht noch einmal getötet. Das ist ja schon mal sehr schön. So, die Markierung kann weg, weil, ja, der Kollege ist tot. Und damit würde ich sagen, haben wir die ganze Sache abgeschlossen, ne? Und wir haben die Waffe bekommen. Den Dolch. Jo. Gut, jetzt kurz überlegen. Was wollten wir noch machen? Eigentlich war es das in Saint-Denis erstmal, nicht wahr? Wir haben unseren Hut wieder, wir haben den Vampir getötet. Im Grunde... Wir könnten, weil das müsste ja jetzt sein, es ist ja, also die Sachen spawnen ja nach, oder? Wie schnell geht das? Wir könnten jetzt hierhin nochmal reiten, nochmal wegen den Damen der Nacht gucken. Und wenn da keine Damen der Nacht sind, dass wir... Oh, falsche Richtung. Dass wir ein Lager aufschlagen und eine Schnellreise nach Strawberry machen. Und dann... Hey, don't mind me. Na ja, ist alles gut, Freund. Apologies. Na. Lucky for you, I'm a patient man. Ja, ja, komm. Und dann gucken wir uns, oder dann holen wir uns den legendären Fisch. Hast du schon die legendären Revolver von den Kopfgeldjägern? Von den Kopfgeldjägern? Hey there, pardon. Meinst du die die legendären Revolver von den ganzen Revolverhelden? Meinst du das? Hey friend. Hey, howdy, sir. Black Bell und wie sie alle heißen. Ja, das haben wir schon gemacht. Also die haben wir schon komplett abgeschlossen. Da haben wir schon alle gemacht. Mit Jim Boy Calloway am Ende. Wir haben auch schon die Belohnung von dem Buch bekommen, was er geschrieben hat. Und ja, das ist also komplett abgeschlossen schon. Also ich muss auch sagen, wir haben schon echt viel gemacht. Wir haben schon mal echt viel gemacht. Also die ganzen Aufgaben, die wir jetzt noch haben, das ist halt wirklich... Ja... Es ist wirklich der letzte Rest gerade. Sonst haben wir wirklich echt alles erfüllt. Außer halt, ne, die Schatzkarten und die Sammelaufgaben. Guck mal, da unten hängt was. Was ist das? Das ist, könnte eine Dame der Nacht sein, könnte aber auch Vanille sein. Ich gehe kurz ran, wir gucken es uns an. Weil was wir haben, haben wir. Und hier ist ein Dino-Knochen. Das ist doch ein Dino-Knochen, oder? Ah, ne, ist doch kein Dino-Knochen. Ah, schade. Aber er ist sehr groß. Es könnte als Dino-Knochen durchgehen. Aber das ist eine andere Orchidee, ne? Tintenfisch-Orchidee. Sehr gut. Die brauchen wir bestimmt auch noch.
Oh, das, das wäre jetzt cool gewesen, wenn das ein Dino-Knochen wäre. Ja. Das wäre cool gewesen. Okay. Wir reiten zurück. Hier war auch eine, ne? Aber wir sind zu früh. Die sind noch nicht nachgespawnt. Wir sind zu früh. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm, dann schlagen wir ein Lager auf und reisen nach Strawberry. Weil wir werden zu früh sein. Es ist noch zu sehr in der Nacht. Ja, hier ist noch nichts an den Bäumen nachgespawnt. Nee. Okay, wir schlagen Lager auf. Und hoffen, dass wir nicht gefressen werden. Aber das wird schon. Und wir können jetzt gleich mal die Dynamitpfeile herstellen, wenn wir die Materialien dazu haben. Sollten wir aber eigentlich. Kann man beim Lagern eigentlich gefressen werden? Ja, ne? Wenn man Krokodile in der Nähe hat, sollte das gehen. Wäre gar nicht so ungewiss. Guck mal, den ganzen Scheiß könnte man eigentlich auch herstellen, weil wäre eigentlich voll gut. Naja. Okay. Pfeil verbessert, Pfeil Kleinwild. So. Ich musste erst lesen, ne? Ich muss die erst... Ich kann Pferdenahrung herstellen. Oh. Ja, geil. Das ist ja fantastisch. Ich muss die Rezepte erstmal lesen, bevor ich das herstellen kann. Müssen wir gleich mal kurz machen. Jetzt wird's wieder hell. Das war's. Mehr kann ich nicht herstellen. Okay. Pferdesalbe. Na gut, dann lese ich mal kurz die Rezepte. Oder guck mal, wo die sind. Visitenkarten. Ach, Zigarettenbilder. Die wollten wir doch holen. Aber können wir auch im Dings machen. In Strawberry. Notizen. Rezepte, Broschüren. Benutzen. Dynamitpfeile. Seit seiner Erfindung vor 30 Jahren hat sich Dynamit schnell zur sicheren Alternative zu Nitroglycerin und Schwarzpulver, deren falsche Benutzung einige Frauen zu Witwen gemacht hat, entwickelt. Während es beim Zerstören von Gebäuden und beim Fischen sehr nützlich ist, können sich Ziele jedoch oft außer Reichweite einer geworfenen Stange befinden. Mit diesem Trick erhöhen sie Reichweite und Effizienz. Verbesserter Pfeil, Dynamitstange, große Feder. Herstellung: Nehmen Sie einen Pfeil und befestigen Sie die große Feder. Binden Sie vorsichtig eine Stange Dynamit mit dem Zwirn fest. Im Köcher aufbewahren. Üben Sie ein wenig, Fehler passieren immer in den ungünstigsten Situationen. Tipp für Naturburschen: Sind Sie sich unsicher, ob Fisch oder Fleisch noch gut sind? Stecken Sie über Nacht eine Silbermünze hinein. Wenn sie sich verfärbt, werfen Sie das Fleisch weg. Habt ihr gehört? Wieder was dazugelernt, ne, Freunde? Die Rezepte hattest du gekauft, oder? Ja, habe ich. Muss man die nicht lernen? Vielleicht habe ich einfach die Materialien dazu nicht. So, jetzt gucke ich, ob ich einen Dynamitpfeil herstellen kann. Kann ich nicht. Nee. Ich habe irgendwas nicht, wofür ich... Doch, Pfeildynamit. Jetzt ist er da. Da ist er. Okay. Stellen wir her. Und jetzt müsste was bei der Herausforderung gemacht sein. Jetzt, da hat er es gerade gemacht. Okay. Warte, da müssen wir nochmal ganz kurz reingucken, was wir da noch machen müssten. Ein Dynamitpfeil hergestellt. Einen Moment, da müssen wir noch mal ganz kurz gucken.
was ich da noch machen musste bei der Herausforderung. Jetzt ist bloß die Frage, was das war. Nee, das waren die Pumas mit Pfeil und Bogen, Scharfschütze, Überlebenskünstler, oder? Ja. Giftpfeile herstellen. Okay, jetzt habe ich das Lager gerade abgebrochen. Das war ziemlich dumm von mir. Aber dann gucken wir mal. Wir dürften das Rezept für... Ich gucke noch mal ganz kurz alle an. Okay, ich habe es jetzt erst erlernt. Für explosive Flintengeschosse. Es wäre schön, wenn das ein bisschen abgekreuzt wäre oder sowas. Das wäre echt gut. Explosives Flintengeschoss. Ausgelassenes Tierfett ist besonders nützlich fürs Kochen und Kleidung wasserdicht zu machen. Und um Seife oder Kerzen herzustellen. Auf einer Flintenpatrone aufgetragen entsteht hochexplosive Munition, die in vielen Gelegenheiten von Nutzen sein kann. Benötigte Materialien, Flintengeschoss und Tierfett. Lassen Sie das ausgelassene Fett hart werden. Geben Sie es in ein Flintengeschoss und verschließen Sie sie sorgfältig. Trocken aufbewahren. Feuerschutztipp. Tränken Sie eine Decke in Wasser und Ammoniumphosphat oder Alaun. Wickeln Sie sich die feuchte Decke um den Kopf, bevor Sie ein brennendes Gebäude betreten. Naja, das passiert ja auch ganz oft. Das passiert ja auch ganz oft, dass man einfach mal so ein Gebäude betritt. Was brennt? Wurfmesser? Broschüre für Giftpfeile. Die müssen wir lernen. Ein wahrer Naturbursche muss mit allen Schwierigkeiten zurechtkommen. Das Satteln eines Wildpferdes, das Bauen eines Floßes oder das Erlegen eines Wildtieres oder Wilden. Wenn sie eine Gefahr darstellen. In manchen Fällen macht es Menschen oder große Tiere nur wütend, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Die alten Griechen und Römer haben dies verstanden und oft ihre Geschosse mit Gift überzogen. Okay. Pfeilfeder, Oleanderpflanze. Tragen Sie den Oleander vorsichtig auf die Spitze eines Pfeils auf. Befestigen Sie eine weitere Feder. Im Köcher aufbewahren. Merken Sie sich, welchen Pfeil Sie benutzen. Essen Sie keine Tiere, die mit Gift getötet wurden. Halten Sie Ihre Augen offen, Ihr Schießpulver trocken und Ihr Messer scharf. Wow, was für ein Tipp. Okay. Wir haben das Rezept Giftpfeile erlernt. Wir müssen noch mal ganz kurz ein Lager machen. Und dann sollten wir die Aufgabe erledigt haben, ne? Es waren ja bloß noch Giftpfeile, die wir brauchen. Da. Okay, ich mache erstmal noch hier 2, 3. Dann haben wir die mal. Finde ich eigentlich ganz nett. So, jetzt haben wir 4, glaube ich. Und dann machen wir Giftpfeile. Da fällt mir ein, wir haben noch den riesigen Bären, ne? Den wir töten müssten. Okay, mehr kann ich nicht herstellen. Wie viel habe ich hier noch? 4. 1, 2, 3. Oh, jetzt habe ich alle gemacht. Okay, ich habe zu schnell gedrückt. Jo. Müssen wir noch was kochen? Können wir überhaupt was kochen? Ich glaube gar nicht, ne? Also, nee, wir haben keinen Thymian. Wir könnten Oregano und sowas machen, aber das brauche ich im Grunde nicht. Die Hauptsache ist immer Deadeye. Und für den Rest haben wir alles. Nein! Ach, ich Dämlack. Ich wollte eine Schnellreise machen. Okay, wir haben die Überlebenskünstler-Aufgabe 4 abgeschlossen. Fange im Bayer Yu jeweils einen Fisch von einem Boot und den Bahnschienen aus. Warte mal. Das machen wir jetzt gleich. Das machen wir jetzt gleich.
Und zwar, hier habe ich gesehen, lag irgendwo ein Boot. Wenn das noch da ist, würde ich das gleich nehmen. Es ist weg. Das lag da vorne. Aber hier können wir von den Bahnschienen aus angeln. Weil hier Bahnschienen sind. Und ein Haufen Kokos. Ja, ja, plötzlich. Ich hab's ja gesehen. Da vorne ist eine Brücke, oder? Wo ist denn die Brücke? Bin ich noch in Bayern? Nun, wenn ich hier oben lang... Ja, ne? Hier sind ein Haufen Reiher. Nein, Mann, den da. Hier. Okay. Das sind, glaube ich, die falschen. Wir brauchen dreifarbige Reihe. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht für eine spätere Aufgabe. Wir nehmen sie einfach mal mit. Weil die Aufgabe mit dem Dings geht ja noch ein ganz schönes Stückchen weiter. Da ist es vielleicht gar nicht so doof, die mitzunehmen. Wo ist denn der da unten? Auch wenn es jetzt nicht die richtigen sind. Aber wir nehmen sie einfach mal mit. So, okay. Afa, hoch da. Naja. Und Schwungfedern für unsere Pfeile und sowas kriegen wir ja auch wieder. Also alles gut. Da machen sich gleich die Krähen dran zu schaffen. Es ist schon frech, ne? Naja, bleibt doch locker. Ihr könnt die Reste hier haben. Chillt doch mal. Junge. Guck mal, da hinten können wir doch von den Schienen angeln, oder? Da gehe ich aber lieber alleine drauf, weil nicht das Plötze da noch überfahren wird. Das stellen wir hier vorne ab. Hier was an den Bäumen. Nichts, was ich auf den ersten Blick sehe.